Nachtvandalismus auf Großformat. Street-Artist und Guerillakünstler Prost hijackt auf großer Fläche die Konsumempfehlung eines Taschentuchproduzenten. Ad-Busting heißt die Verunstaltung der Werbebotschaft und ist eine Antwort. Eine Antwort auf das Werbegeballer. Bis zu 3000 Werbebotschaften prasseln täglich auf uns ein. Ad-Busting richtet sich gegen Konsumterror und will Werbebilder bis zur Kenntlichkeit entstellen. Der Godfather dieses Culture Jammings bustet von Kanada aus gegen die Big Companies. Fernsehen mag er nicht. Das Telefon hält er für unbedenklich. The problem is that, that we consume too much. Our happiness quotient started to depend on how much we own and how much we can buy and advertising slowly grew into a $1 trillion a year worldwide industry that kept on telling us that you can be happy if you buy stuff. And our whole culture suddenly became a consumer culture and we stopped being citizens and started being consumers. Und hier die kreative Antikonsum-Dachkammer des größten Adbusters in Berlin. Prost in seinem Studio. Er sieht sich selbst als geborenen Künstler mit der ganzen Stadt als Leinwand. Nur die Werbeflächen nerven. Er fühlt sich bombardiert. Daher sprayt er zurück. Busting for me, it's a part of culture jamming, it's a movement. It's a fresh movement, which is actually fits with the young people and I like it dirty. I like that people see it like there's something wrong with this advertising, somebody change it. Sagt er und packt für die nächste geräuscharme Blitzaktion in der Nacht. Metallkugeln in den Dosen stoppt er mit starken Magneten. Ihn selbst könnte die Polizei stoppen, doch die ist zu langsam. Und dann wird's politisch. Back on the street, gegen Gentrifizierung. Spray and run. I'm influenced from the local issues. I go there to the spot. I look left, I look right. I'm not a person who has no fear. I have fear. I have adrenaline that pumps me to do this. Konsum als Access of Evil. Illegales Culture Jamming rüttelt an Marken. Für den Chief der Adbusting Headquarters der erste Schritt. And the second step after that is to get radicalized and to start becoming a culture jammer on the biggest possible level that you can become a culture jammer. We should be jamming our consumer culture with a vengeance. We have to get those kind of people who are living in a media consumer trance, completely oblivious to what's really happening in the world. We have to wake these people up. Prost, unschuldig, ganz in weiß. Der Street Artist lebt sein Tag. In einer Galerie in Berlin hängen seine Ad-Bustings neben der Street Art. Smile and Show. Konsumkritik für Konsumenten? Street Art zum Kauf, Ad-Bustings zum Gucken. So viel Ausstellung darf schon sein, grinst er. Auch hinter dem Styropor. What I'm doing is also part of art. So this, what they call activism, is also for me art. So I exhibit it as well. There's nothing wrong with it. And for me as a person, I cannot against consumerism or capitalism, you know. For me, it's like just be aware and have a new way of thinking. Der Profi liegt vor, der Laie darf nachbasten. Anleitungen gibt's im weltweiten Netz. Discounter-Bashing für den Ad-Bust-Nachwuchs. Kreative Slogan-Jamming am Computer oder Download-Pusteln gegen die Werbeschönheit. Ran an die Plakate. Mit Herpes aus dem Drucker.